Ja, hey, geiler Song, geiles Solo. Solo wollte ich euch zeigen. Ja, gehört eigentlich zu meinem Workshop Alternative Rock Volume 2. Aber man kann ja jetzt nicht alles in so einem kleinen 75-Stunden-Block machen. Und das Solo, meine Güte, da muss man so viel üben. Und im Grunde ist es nicht schwer. Also zumindest, wenn man es mal kann. So sieht's aus. Ja, ist auch ein tolles Beispiel dafür, weil viele so, wozu soll ich denn Skalen üben? Hier kommt der Grund. Das Stück ist in C-Moll. Naja, nicht wirklich. Es ist zwischendrin auch in C-Moll-Skala. Geht jetzt erstmal so. Wir fangen hier beim C an. Ist übrigens ein tiefes G, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Fünfter Bund G-Seite. Dann haben wir das D. Dann haben wir das S. F. G. Ass. B. Und wieder C. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Musiktheorie ist mir voll Bums. Und die üben dann C-Moll und nachher noch S-Dur und merken gar nicht, dass das gleiche ist. Ja, hätte man gewusst, hätte, hätte, Fahrradkette. S-Dur ginge nämlich zum Beispiel so. S, F, G, Ass, B, jetzt wieder C. Jetzt geht es allerdings hier weiter mit D und S. Okay, wenn wir beide zusammenhauen und auch noch ein bisschen nach unten verlängern. Nach unten verlängern bedeutet, dass wir hier noch das B, das Ass und das offene G dazu nehmen. Aber das spielen wir nicht so, wir spielen. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich sage, wenn ihr diese Skala könnt, dann könnt ihr im Grunde das Solo. Ihr könnt ja jetzt mal probieren, das Solo mitzuspielen, wenn ich es euch so erkläre. Und dann übt ihr jetzt mal, sagen wir, 2.000, 3.000 Mal die Skala. Und danach probiert ihr das Solo nochmal. Wenn ihr dann keinen Unterschied merkt, dann schreibt das runter in die Kommentare. Gut, also das Solo fängt ja erstmal mit so einer Phrase an. Beim C. Ja, die muss man erstmal kennen. Der Trick an der Stelle ist, dass ich den Zeigefinger im Prinzip schon so flach bereitlege, da muss ich mit dem nicht so viel machen. Ja? Jetzt geht es weiter mit einem B-Dur-Arpeggio downwards. Ja. Muss man nicht wissen, dass das B-Dur ist. Also das Ganze. 4. Dann geht's weiter mit dem offenen G. Ass. Und zurück zum C. Und dann ist am Ende noch so ein. Also die ganze Phrase. Ich lege übrigens jetzt wenig Wert auf völlig akkurate Rhythmik. Ich spiele das so ein bisschen so, wie es klingt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ja. Also nochmal langsam. Das sind die ersten zwei Takte. Dann kommt im Prinzip die erste Hälfte davon nochmal. Und eine sehr niedliche Phrase auf der E-Seite. Wir haben. So, und damit ihr die schnell spielen könnt, macht ihr hier Hammer-ons. Das heißt, einmal zupfen, Finger drauf kloppen. Und dann. Den spielt ihr und diese zwei, ein Pull-Off und dann runter auf die C-Seite.
Dann geht es auch schnell. Also das ganze Ding. Zweite Hälfte. Und. Jetzt kommt was echt ganz Schickes. Ein sogenannter Rake. Rake heißt, ihr spielt im Grunde ein Arpeggio. Das heißt, der Daumen geht so einmal über alle Seiten drüber und eure Greifhand hält fest, sodass man eigentlich nur Klatter-Knatter hört. Aber, und das ist der Kniff daran, den letzten Ton greift ihr dann. Also die A-Seite wird dann gegriffen. Ja? Das machen irgendwie alle. So die coolen Jazz-Gitarristen und Eddie Van Halen macht das die ganze Zeit zum Beispiel auch. Ein Rake. Und der geht dann eigentlich nur rauf. Und dann Hammer on. Und auf dieses B runter. Und jetzt kommt was ganz Geiles. Es ist eigentlich so eine Sequenz. Wenn man so Skalen übt, dann macht man manchmal so. Solche Sequenzen, dass man also die Skala nicht linear rauf und runter übt, sondern dass man eben so Sprünge übt. Und dann haben wir an dieser Stelle tatsächlich so eine Sequenz. So ein klein bisschen Pentatonik, aber dann doch nicht ganz, weil wir den hier oben haben. Und wenn ihr diese Sequenz runtergespielt habt, dann kommt noch so eine Abschlussphrase dran. Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Naja, sowas Ähnliches. Und jetzt kommt so ein cooler Schnuddel, den ihr einfach mal üben könnt, weil er total praktisch ist. Das kann man an jeder Stelle einbauen. Das sind zwei Pull-Offs, wenn ihr wollt. Okay, die ganze Stelle wäre. Nochmal. Okay, eigentlich nur die Tonleiter runter, so in Schritten. Und dann wieder rauf, noch nicht mal in Schritten. Jetzt kommt eine sehr, sehr geile Abschlussphrase. Und für die brauchen wir so ein. Na, hört es euch mal an. Ich zupfe das C an, haue das D drauf und rutsche dann ins S hoch. Eigentlich nicht schwer, wenn man es mal kann. Und dann geht es eigentlich nur noch die Tonleiter rauf und wieder so ein bisschen runter. Ja, und jetzt schluckaufmäßig nochmal. Wieder runter und so ein Schnuller am Ende. Ich spiele es euch mal ganz langsam von vorne bis hinten, möglichst fehlerfrei. Yay! Das ist knifflig! Macht aber tierisch Laune, wenn man es mal in den Pfoten hat. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir runter in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht noch was anderes in der Art haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte. In diesem Sinne, tschüss!